Trader. Heftiger Abverkauf heute an den Märkten auf breiter Front. Morgen könnte es bereits einige interessante Rebound-Setups geben. Und wie mir die Alarmfunktion dabei hilft, Rebounds zu identifizieren, das zeige ich im heutigen Video. Wir sehen im DAX heute eine heftig rote Candle. Der Index hat um mehr als 2% nachgegeben. Wie gesagt, wenn es in dieser Dynamik morgen weiter nach unten gehen sollte, dann könnten wir wirklich einige interessante Rebound-Manöver bekommen. Denn wie wir hier mit diesem Scanner sehen, der mir Aktien anzeigt, die bereits unter den Bollinger Bändern notieren, ist die Vorlage schon wirklich gut. Beispielsweise eine König und Bauer Aktie, viertägige Verlustserie. Heute hat sich das Ganze nochmals beschleunigt, aber bis jetzt hatten wir eben noch nicht eine sogenannte finale Peak-Bewegung. Idealszenario wäre hier beispielsweise, wenn im morgigen Handelsverlauf dieses lokale Tief herausgenommen wird und damit eben diese Abwärtsbewegung sich nochmals kurzfristig beschleunigen sollte. Das wären ideale erste Rebound-Situationen, wo es sich dann für uns Trader wirklich lohnt, mit einem kalkulierten Risiko von 2 bis ca. 3% auf eine Gegenbewegung zu spekulieren. Aber hierfür müsste eine König und Bauer Aktie auch nochmals um ca. 5% fallen. Und natürlich habe ich jetzt eine König und Bauer Aktie auf der Watchlist und könnte mir auch schon entsprechende Alarme im System platzieren. Aber es kann bei diversen Einzeltiteln in einem solchen schwachen Marktumfeld wirklich zu sehr, sehr schnellen Peak-Bewegungen nach unten hinkommen, vor allem auch trendstarke Aktien können dann auch durchaus mal je nach Marktumfeld Richtung minus 8, 9 oder auch 10% in kurzer Zeit an Wert verlieren. Und damit ich nicht die ganze Zeit wirklich an dieser Kursliste kleben muss und mir hier die Top-Verlierer-Aktien anschauen, habe ich hier eine sehr komfortable Möglichkeit, wie mir die Überwachung leichter gemacht wird. Und zwar über die Alarmkonfiguration. Hier habe ich ja die Möglichkeit, sämtliche Kurslisten, vordefinierte Kurslisten, selbst kreierte Kurslisten, zum einen auf technische Ereignisse, aber auch auf relevante Nachrichten in Echtzeit zu prüfen. Ich werde dabei zum einen im Trading Desk benachrichtigt und erhalte auch gleichzeitig eine Push Notification auf das Handy, wenn ich die neue TraderFox Pro App verwende. Und bei meiner aktuellen Konfiguration sieht man bereits, ich habe aktiviert, wenn Aktien auf Neujahreshochs ausbrechen. Natürlich wäre das wirklich ein wahrer Bulle, der in einem solchen Marktumfeld wirklich die Kraft entwickelt, um auf ein neues Jahreshoch vorzustoßen. Ich würde dem nicht blind hinterher springen, aber solche Aktien müssen sofort auf die Watchlist. Was aber in diesem Umfeld wirklich Sinn macht, wenn ja der Fokus eh schon auf diese antizyklischen Long-Manöver gerichtet ist und wenn wir auch die Voraussetzung für Rebound-Trading gegeben haben, das heißt, wir haben ein Marktumfeld geprägt von Angst, Unsicherheit und von Schwäche und in diesem Umfeld werden eben die gesunden Unternehmen überproportional abgestraft. Im Idealfall kommt es eben zu einer Finalisierung dieser Abwärtsbewegung, zu einem sogenannten Panic Peak. Dann habe ich hier mit diesem Kriterium Tagesperformance kleiner 5% eine extrem wertvolle Information, um eben auf neue Rebound-Kandidaten aufmerksam zu werden. Sobald eine Aktie an solchen Tagen einen Kursverlust größer als 5% verzeichnet, bekomme ich eine Meldung im Desk sowie auf dem Handy. Die Aktien lasse ich dann nicht mehr aus den Augen. Und wenn sich das Ganze nochmals weiter beschleunigen sollte oder eben auch im Voraus bereits eine deutliche Abwärtsbewegung absolviert wurde, dann kann ich so sehr, sehr effizient auf neue Rebound-Situationen aufmerksam werden und verpasse damit auch letztendlich keinen Ausreißer mehr am deutschen Markt.